Now it's time to play Call of Duty Ghost im Multiplayer. Und ich habe wieder eine Waffe genommen, die auch in den Kommentaren stand. Das ist jetzt eine DMR, ich habe das Scope nur abgenommen. Es wurde auch die SVU, glaube ich, heißt die Waffe, sehr oft genannt. Aber Leute, ich bitte euch, ein Scharfschützengewehr, ein richtiges Scharfschützengewehr mit Scope hat in Call of Duty nichts zu suchen. Ich respektiere jeden Spieler, der schafft, mit einem Scharfschützengewehr, mit einem richtigen Scharfschützengewehr, in Call of Duty gut zu sein. Ich habe es jetzt sehr oft versucht und ich bin ja Sniper-Spieler. Also ihr kennt mich ja in anderen Spielen, in Call of, in Counter-Strike und Skill ist mir egal. Ich bin Sniper und ich liebe es, Sniper zu sein. Das ist auch mit Abstand meine Lieblingswaffe, aber in Call of Duty packe ich kein Scope auf eine Gun. Das ist ja wohl das Nutzloseste von allem, da sich die Spawnpunkte auch in einem Team Deathmatch grundsätzlich jederzeit drehen und ändern, da ja diese Spawnpunkte dynamisch sind und sich an die Spieler anpassen. Ein Sniper, ein Scope, ein Sniper ist für Montagen ist das geil, wo man dann auch in Montagen seine Kills zusammenschneiden kann. Da sieht nämlich jeder Sniper gut aus, wenn man dann mal in einem Match einen guten Kill hat, also oder fünf gute Kills, die alle hintereinander waren, dann hatte man am Ende 5,20 oder so, lässt es aber dann in dem Video gut aussehen. Das kann ich verstehen. Eine DMR, also ein Sniper, wo man das Scope abmachen kann, das finde ich wiederum ist in Ordnung, das funktioniert mit Rush. Das ist diese Mischung aus Sniper halt und Assault. Und das ist für mich in Ordnung. Sowas finde ich gut, aber richtige Sniper mit Scope, nicht in Call of Duty. Jeder, der es kann und meine ich richtig gut kann und da auch grundsätzlich seine guten Scores mit erzielt, Respekt. Das ist aber nicht meins, das ist aber auch nicht die Definition eines Snipers. Also Sniper, die in Call of Duty gut sind, sind nicht unbedingt die Sniper, die auch in anderen Spielen die Rifle in die Hand nehmen. Ich finde aber nicht, dass das hier weniger eine Glanztat ist oder sonstiges. Ist einfach nur komplett was anderes und ich respektiere das, aber das ist nichts für mich. So, die DMR spiele ich. 4-2 gerade ist natürlich auch nicht so gut, aber es ist eine DMR. Hey, hätte ich ein Maschinengewehr, wird anders aussehen. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Wir könnten jetzt aber auch vielleicht dann machen, dass wir nicht mehr die Waffen aussuchen, sondern vielleicht die Killstreaks. Ob jetzt aggressive, defensive Supporter-Killstreaks und so weiter und so fort, dass ihr sagt, welche Killstreak ich mal erreichen soll oder versuchen soll zu erreichen, was ich mitnehmen soll, richtiger Juggernaut, Messer-Juggernaut. Einfach mal schauen, schreibt eure Ideen oder was auch immer ihr für Ideen habt, mal in die Kommentare, weil ich möchte euch ja auch nicht unbedingt eine schlechte Folge da irgendwie hinballern. Ihr sollt ja auch was sehen. Ich könnte natürlich alle Waffen spielen, die ihr wollt, auch eine Sniper mit Scope, aber wenn ich dann am Ende 4,20 habe, will es ja auch kein Mensch mehr gucken. Das kann ich ja auch voll nachvollziehen. Ja, und wie gesagt, auch hier bitte ich schon mich zu entschuldigen, dass es nicht optimal läuft, 5,4. Aber die ganzen Kills, die ich jetzt nicht bekommen habe oder wo es mich erwischt hat, da bin ich mir hundertprozentig sicher, hätte ich eine MG oder hätte ich meine Ämter oder was weiß ich gehabt, hätte ich die gehabt und das wisst ihr auch. Und ja, aber das ist die Challenge. Ich nenne es jetzt einfach mal Challenge für mich. Schreibt es mir einfach in die Kommis, was ihr wirklich sehen wollt und dann kümmern wir uns darum. Hocken die ja eigentlich alle immer in dem Haus? Ich gehe da immer rein, kill einen, wird wieder erschossen. Komm, komm, komm. Man kann durch Wände schießen. Ich weiß noch nicht, ob auch durch diese ganz dicken. Hafti! Hafti bist du dem Lambo. Mit einer aufgehobenen Waffe. Das war ein Gegner, ja. Habe ich nicht so schnell am Namen gesehen und konnte auch gerade nicht auf dem Radar. Ist jetzt wirklich das Auto explodiert, ja. Gratulation zu diesem erfolgreichen Kill. Oh, es läuft nicht gut. Wie gesagt, schreibt mir bitte in die Kommis, was ihr für Ideen habt. Soll ich was ganz anderes machen? Vielleicht gar keine DMR oder sonstiges. Wäre ja auch komplett in Ordnung. Also keine Waffen oder so. Wenn ihr andere Ideen habt, was man erreichen kann. Oder ob ich einfach so Just for Fun spielen soll. Erzählt mir einfach. Was? Oh, ohne Scope, also ohne anzuvisieren, muss ich gar nicht schießen. Da trifft das Ding ja nicht mal ein Scheunentor. Aber wie es aussieht, kommen die auch aus diesem einen Haus nicht raus. Verbündete Satcom aktiv. Verbündete Satcom aktiv. Hier haben wir einen. Den habe ich gar nicht gesehen da oben. Mein Gott. Nicht blind. Bodenstörer. Verbündeter Bodenstörer. Das ist gut. Verbündete
Verbündete Satcom aktiv. Mach uns bereit. Toll. Was hat er denn da versucht rauszuholen? Ich wollte den Hund machen. Ach, der muss das. Klar, ist ja auch ein Sniper. Den muss er erstmal so lange weglegen. Volltreffer. Oh, Double Kill mit dem Auto. Cool. Oh, ist ja schon vorbei, die Runde. 14-10 ist keine Leistung, ist nichts Tolles. Schade, hätte ich vielleicht auch noch zwei haben können. Da müssen wir nochmal hin. Wo war der diesmal? Ah, okay, ich sollte auch nicht so offen durch den Mittelgang laufen. War vielleicht auch eine doofe Idee. Ups. On the water, boy. Water, boy. Alles klar. Zwei Hände. Oh Gott. Dog. Ah, da waren sie da oben. Ja, wie gesagt, zwei erfolgreich gewonnen. 17-13 auch nicht negativ. Aber nicht das, was man sich wünscht. Es kommt natürlich noch eine Episode. So, da sind wir wieder. Team Deathmatch mit der Sniper ohne Scope. Und los geht's. Ich bin gespannt, ob wir hier auch noch eine annehmbare Runde hinkriegen. Solange der Score am Ende positiv ist, habe ich auf jeden Fall fürs Team nicht verkackt. Und ja, da fängt es aber schon an. Erster Kill war gegen mich. Gut, da habe ich jetzt aber auch den Sniper-Spot in Angriff genommen. Zumindest versucht. Gehittet habe ich ihn auch. Aber nicht so schlimm. Wir schauen einfach mal, wo uns das Ganze jetzt hinbringt. Hier hat sich nämlich schon der Spawn gedreht. Das heißt, der Sniper hat jetzt sowieso keine Chance mehr, da zu sitzen. Oh Gott, wenn der Sniper da hinten steht, hat er mich aber jetzt schon wieder. Nur Crossover auf die andere Seite. So, Fernkampf. Ja, er ballert da durch. Schade, schade, schade. Hätte ich mal geguckt, wo er ist. Gerade nämlich da immer interessant. Hup, das war Gott sei Dank knapp. Scheint ein Clan zu sein. SZ habe ich doch gerade auch gesehen. Wurde ich doch auch von dem anders erschossen. Wahrscheinlich jetzt hier schön gegenüber. So unbedingt schauen, wo der ist. Sonst snipert der uns alle hier in der Ecke. Schön vorsichtig mal rantasten. Da oben muss er sein irgendwo. Einfach mal erstmal ein Geräusch machen. Campus Care gesichtet. Habe ich da oben einen gesehen? Komm schon. Satcom ist schon mal ein Anfang. Jetzt kommen sie wieder von hier. Fahrstuhl ist auch gerade unten. Gut. Nochmal gerettet. Einmal kurz hier hinten hinziehen. Laufen, laufen, laufen. Und sonst, Leute, bei euch. Alles klar. Volltreffer. Lasst mich auf jeden Fall wissen, was ich machen soll. Soll ich andere Aufgaben machen? Soll ich weiterhin andere Waffen testen? Soll ich einfach wieder auf Punkte spielen? Oder just for fun, so wie ganz am Anfang. Einfach drauf los, ein bisschen Kacke labern. Euch vielleicht ein paar geile Runden hinlegen. Haftis sammeln, weil mit der Waffe kann ich kein Hafti sammeln. Ich war der Hafti.
Ups, da geht's nicht lang. Mist! Wachhund wurde getötet. Ja, war klar, da hat er genug Zeit gehabt. Da hat er leider genug Zeit gehabt, meinen Dog zu töten. Dog! Campers Care? Von links kommt eine Treppe runter. Das ist nicht wahr! Nicht mal der erste Hit hat gesessen. Also wenigstens da hätte ich auf den Treffer gesetzt, weil der war ja voll drin. Hopp. Aber ich glaube, ihr könnt selber gut beurteilen, dass ich mit einer anderen Waffe hier wesentlich besser abgeschnitten hätte. Weil Sniper Rifles haben in dem Spiel nichts zu suchen. Das war Luck. Das war nichts weiter als Luck. Hab mich aber auch schlecht positioniert. Wenn das, wenn das eine Counter-Strike-Map gewesen wäre, hätte ich mich gerade aufgeregt, dass ich da gestanden hätte. Also wo ich erschossen wurde von dem einen gerade, wo ich gesagt habe, der erste Hit, der hätte aber treffen müssen. Wenn ich mir das jetzt gerade nochmal ansehe, war ich da selber schuld dran. Viel zu viel Vision gegeben auf diese Entfernung. Ich hätte ihn reinlaufen lassen müssen und ihm einen toten Winkel holen sollen. Ist runtergesprungen, ne? Ich weiß, dass links noch Leute sind. Ist der gerusht? Wo sind die denn? Ah, Fasche ist oben. Das wollte ich noch einmal nutzen. Das war aber knapp. Wo während andere in der Sonne spielen, schufte, schlechter Sniper schufte. Es regnet, die Camper bleiben im Haus. Wie kriege ich die ganzen Trottel denn da nur wieder raus? Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich hätte eine Rüstung mitnehmen können, ich weiß. Aber das muss nicht sein. Ich komme auch so hier rein und treff ihn nicht. Kiwi-Killer. Schufte, hey. Oh, ist er schon tot? Ja, jetzt fällt er um. Ein bisschen getaumelt noch. So, jetzt machen wir hier kurz aus, ne? Wir gewinnen. Ich bin Erster. 9 zu 5 ist Crap. Is a fluffy mountain of crack. Hier draußen ist noch die Crowd, oder was? Da darf man nicht rüber. Peter Maffa ist da beide Beine gebrochen, als ich von der Teppichkante hier gefallen bin. Ja, der Erste hat schon wieder so gesessen, dass ich wieder verzogen habe. Da war ich auch gerade am Messern. Ihr habt gesehen, diese Bewegung nach vorne war im Ansatz. Hit auf die Entfernung. Schade, ich habe ihm aber auch noch einen mitgegeben. Also er hat zweimal einen Hit auf die ganze Range bekommen. War eigentlich gar nicht übel. Ich hasse es. Ey, es ist doch keine Waffe. Auf die Entfernung muss doch eine Kugel tödlich sein in den Oberkörper. Das ist doch ein Joke. Und dabei habe ich schon drei Extras drin, die den Damage wieder mal erhöhen. Okay, außer jetzt das Ironside, das musste raus, aber dann zwei Damage-Extras. Und was macht das Ding? Ey, das Ding heilt ihn. Mann, da darf man doch nicht auf die ganzen Flamer hören, die sich über Camper und Sniper aufregen. Das gehört dazu und das muss so sein. Ansonsten sind die Waffen doch sinnlos. Der Regen wird immer lauter, Schufte. Wo seid ihr, kleinen Schufte? Hier drin? Hallo? Ah nein, der Spawn hat sich schon wieder gedreht, weil wir jetzt alle wieder hier sind. Gut, dass ich mich angeschlichen habe, um jetzt wieder in die Richtung zu rennen, wo ich herkam. Und aus welcher Bude diesmal? Hier saß der Schufti. Sack. Ja, dann durch die Wand. Der war einfach. Habt ihr noch wen gehört, die Boys?
Der? Oh nein, Campers Care oder was? CC? CC, my lord. Campus Bridge. Wir laufen den Weg, bis keiner mehr steht oder ich nicht mehr. Ich werde von der Seite abgeschossen und da habe ich aber trotzdem einen vorne gesehen. Nicht jetzt hier hängen bleiben, jetzt müssen wir in den Kampf. Ja, den habe ich nicht gesehen. Da nochmal den Score nach unten drücken, skillig. Stimmt auch kein Gegner mehr, weil wir keinen mehr sehen. Und die treffe ich natürlich durch die Wand ein bisschen. Ha! Zwei Hits! Ich weiß es nicht, wer es war. Aber mal schauen. Wäre natürlich interessant, wenigstens hier zum Abschluss. Ja, okay, wenigstens das. Auf gut Glück wird er durch die Wand geballert. Und da holen wir Luigi. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaltet wieder ein. Bis dahin, lasst euch was einfallen, was ich machen soll. Und tschüss.